So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Es ist Montag, der 15. Mai 2023 und gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und wollen uns einen Blick gönnen natürlich auf den DAX, der heute Morgen eine erneute Attacke auf und eine gescheiterte Attacke auf die 16.000er Marke zu sehen bekommen hat. Knapp unterhalb wieder übergerollt. Es ist nicht dramatisch, der Abprall, aber nichtsdestotrotz, das choppige Geplänkel geht weiter. Wir harren weiter der Dinge, die da kommen. Den Breakout, den hätten wir eigentlich ja schon letzte Woche vielleicht erwartet mit den Inflationszahlen, vergangene Woche am Mittwoch, das ist ausgeblieben. Relative Schwäche, weiß man nicht, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel der Tech-Bereich in den USA, der Nasdaq 100 auf Neujahreshoch ausgebrochen ist. Wir haben dann letzte Woche Freitag so ein bisschen durchwachsene Vorgaben zu sehen bekommen. Also ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht so wirklich sicher, wo da der Gabedruck herrührte. Fakt ist auf jeden Fall, der Übergang unter Markt war verhältnismäßig schwach. Wir haben dann in den Abend hinein so eine leichte Erholung zu sehen bekommen. Ja, und jetzt harren wir weiter der Dinge, die da kommen. Wir brauchen Impulsgeber. Aus der Earnings-Warte brauchen wir uns keine Hoffnung zu machen. Da läuft jetzt so, dass es ist das Ende eingeläutet der Earnings-Season. So kann man es vielleicht eventuell zusammenfassen. Also ich glaube, wir kriegen nächste Woche nochmal Mittwoch, glaube ich, Nvidia-Zahlen. Ich müsste nochmal genau schauen. Aber summa summarum, also die Big-Tech-Names, die sind größtenteils durch. Apple, Amazon, Google und Co., die haben ihre Zahlen vorgelegt. Vielleicht den Markt auch in gewisser Form so ein bisschen rausgerissen. Und so, jetzt brauchen wir halt Makrotreiber, morgen vielleicht Einzelhandelsumsätze, die vielleicht einen Impuls liefern, aber summa summarum, wie gesagt, ist das eher träge und dröge, was wir da gerade zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz, es gibt dennoch im Einzeltitelbereich einige Titel, besonders am Freitag plötzlich eine Aktie, und ihr habt es vielleicht ja auch in der Discord-Community schon gelesen, nämlich FSLR, das ist First Solar, ein offensichtlich Solartechnologieanbieter, Big Player in diesem Bereich aus den USA, und die ist am Freitag steil gegangen, die Aktie, die ist über 25% gelaufen, und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, was ist denn da gewesen? Es gab jetzt den Hinweis in der Discord-Community, vielen Dank übrigens an alle, die da ihren Input geliefert haben. Ich bin wirklich nicht fündig geworden, also ich hatte geschaut gehabt, und ich muss auch gestehen, ich war jetzt nicht so wirklich nachdrücklich hinterher, um die News zu finden. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich da nicht sofort fündig geworden bin, vor dem Hintergrund der Heftigkeit der Bewegung. Die haben ein schwedisches Unternehmen übernommen, einen Anbieter von, und jetzt bin ich schon wieder raus an der Stelle, Evola heißt die Firma, glaube ich, in Uppsala. Und ganz interessant ist, dass die Marktkapitalisierung, die First Solar jetzt zugelegt hat, in der Größenordnung sich von 4 Milliarden bewegt. Also das heißt 4 Milliarden von 16 Milliarden Marktkapitalisierung jetzt auf 20 Milliarden rund, also 25% zugelegt. Und der Übernahmepreis dieses Unternehmens aus Schweden beträgt nur in Anführungsstrichen 40 Millionen. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil wenn du das 100-fache an Marktkapitalisierung zugelegt siehst, dann passt das nicht so wirklich. Also ist das wirklich so ein Game-Changer an der Stelle? Jetzt könnte man natürlich dann anfangen überlegen, ja, vielleicht schon, weil es ist das erste Labor oder erster Forschungsstandort, wo man sich in Europa positioniert seitens First Solar, und infolgedessen könnte natürlich durch den aktuellen Hype rund um reine, saubere Energie beziehungsweise Solarstrom und so weiter, könnte natürlich jetzt die Überlegung kommen, dass man da vielleicht einen großen Markt in Europa beginnt zu erobern und das institutionelle Markt dann immer ganz besonders jetzt bei der Aktie eben zugreifen. Aber nochmal, vor dem Hintergrund der Heftigkeit der Bewegung, das scheint mir ein bisschen übertrieben. Also da muss irgendwas anderes muss da im Busch sein und den Grund für diese Heftigkeit der Bewegung liefern. Aber die Aktie dadurch jetzt mittelfristig erstmal kein Thema. Also Chance-Risiko-Verhältnis technisch sind wir zu weit gelaufen auf der Oberseite. Aber kurzfristig ganz interessant. Vielleicht für ein Momentum-Play, weil nochmal der ein oder andere Marktteilnehmer draufspringt auf den Zug und dann vielleicht, also erstmal für die Long-Seite nochmal fortschreiten der Squeeze-Bewegung und dann vielleicht als Kandidat auch für einen Pull-and-Trade, also für einen Rücksetzer. Auch vielleicht potenziell ganz interessant. Nicht heute, also man könnte natürlich auch für heute schon so ein Szenario skizzieren, aber ich fände es nicht so überraschend, wenn wir erstmal noch ein bisschen weiter auf der Oberseite liefen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich auch der übergeordnete Markt freundlich präsentiert, wobei das hat First Solar auch am Freitag nicht abgehalten. Insofern
ist die Aktie auf jeden Fall den näheren Blick wert. Wir werfen heute auf jeden Fall einen Blick drauf. Darüber hinausgehend werfen wir einen Blick, wie gesagt, auf den DAX. Initial schon Attacke auf die 16 zu sehen bekommen. Breakhöhe blieb bis dato aus. Auch der S&P. Schauen wir mal, wie der sich präsentiert. Wir werfen auch heute mal wieder einen Blick auf Bitcoin. Eventuell ganz interessant auch Gold mit dem Halten oberhalb von 2000 Dollar aus der letzten Handelswoche gegangen. Also, wir haben einiges auf der Agenda. Und bevor wir allerdings offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter und teste den Handel risikofrei. Schaue, ob das persönliche Risikoprofil mit den Produktcharakteristika, die CFD-FX-Produkten innewohnt, korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen, vollständige Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, besonders wenn ihr Fragen zu Markets als Broker haben solltet. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Nutzt gerne jetzt hier einmal im Morning-Meeting die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, die ich dann live beantworten würde. Oder aber ihr schaut euch die Aufzeichnung an, dann gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion die Fragen posten. Ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder sehr viel wahrscheinlicher im nächsten Morning Meeting hier sogar live aufgreifen und entsprechend zum Thema machen und beantworten. Und darüber hinausgehend, die Discord-Community habe ich gerade erwähnt. Schaut dort gerne vorbei. Es ist kostenlos, also ihr geht keinerlei Verpflichtung ein oder dergleichen, könnt euch aber miteinander untereinander zu den Märkten austauschen, Trading-Setups teilen und so weiter und so weiter. So, das wäre es soweit zur Einführung gewesen. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Aktienindizes, wollen einen Blick werfen auf den DAX. Weiß nicht so richtig, was ich draus machen soll, ehrlich gesagt. Heute früh Versuch auf der Oberseite, Attacke auf die Vorwochenhochs. Also hier sehen wir ja auch diese Dochte auf der Oberseite, die hier so herausragen und wo wir, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, ob ich erzählte. Ich glaube, das war Mittwoch, da haben wir einen kurzen Spike gesehen, kein Follow-through. Wir haben nochmal eine ähnliche Bewegung gesehen. Verzeihung, stimmt übrigens nicht, das war hier, das war morgens. Das waren dann die Inflationszahlen, rollten über. Nochmal einen kurzen Versuch am Donnerstag gestartet, Flush auf der Unterseite. Da sah es schon mal gar nicht mehr gut aus. Also das waren die Vorgaben von vergangener Woche am Donnerstag, wo ich sagen muss, das sah eher danach aus, als wenn wir dann doch nochmal eine Attacke auf die untere Range-Begrenzung um 15,7 eben starten würden, rollten dann aber wieder nach oben. Dann schwache Vorgaben aus den USA. Interessanterweise war das jetzt allerdings nichts Dramatisches für den DAX. Also der konnte sich relativ stark tatsächlich weiter präsentieren. Vielleicht, das könnte man auch noch als Grund ins Feld führen, weil die Makrofront relativ dünn eben war. Am Freitag keine News über den Ticker gelaufen sind. Klar, wir könnten jetzt sagen, Verbrauchervertrauen der Uni Michigan zum Beispiel, aber ich habe das mal hier aufgemacht. Nee, Moment, Verzeihung, das ist die Inflation. Countries, United States, Consumer Confidence. Wird mit 57,7 auf dem niedrigsten Niveau seit letztem Jahr November ausgegeben. Das war unter der Erwartung. Ich gucke mal ganz kurz. Concerns, Trajectory, Economy. Ja, also mit viel Wohlwollen sehen wir da vielleicht den Trigger, aber vielleicht eher wahrscheinlich irgendwelche Entwicklungen rund um die sogenannte Debt Ceiling. Also das heißt, die Schuldenobergrenze in den USA könnte sein, dass das vielleicht so ein bisschen Sorgen irgendwie initiiert, dass es keine Lösung gibt. Mit Sicherheit wird es keine Lösung sofort geben, sondern man wird wieder diesen Stare-Down haben mit dann entsprechend den Republikanern, die ja im Kongress die Mehrheit jetzt haben, beispielsweise um Druck auf das Weiße Haus, auf den Präsidenten auszuüben oder beziehungsweise auch auf die Demokraten an der Stelle Forderungen stellen, die sie erfüllt sehen wollen, um dann entsprechend eben ihre politische Agenda vielleicht auch mit Ausblick auf die Präsidentschaftskandidatur ihres Kandidaten für 2024 sie voranzutreiben. Also nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Man wird unterm Strich sich einigen, es wird eine Entspannung geben, aber nichtsdestotrotz, desto länger sich das zieht, desto eher wird man kurzfristig mal etwas Bearishness ausmachen können. So würde ich das jetzt mal sehr grob zusammenfassen. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund war für Freitag. Aber der DAX, der hat sich davon erstmal unbeeindruckt eben tatsächlich gezeigt und sieht heute früh eben einen erneuten Versuch. Hier diese Range, die man hier ausgebildet hat, zwischen 15.700 nach unten und 16.000 Punkten nach oben entsprechend eben zu verlassen. Bis dahin ist der Break höher ausgeblieben. Es kommt jetzt auch keine Nachhaltigkeit rein. Das heißt, der früheste Impuls meiner Einschätzung nach wird, wenn überhaupt, durch die US-Märkte heute Nachmittag erfolgen. Ja, schauen wir mal. Also, summa summarum geht meine Tendenz eher in Richtung Break auf der Oberseite.
Nichtsdestotrotz ist es ein unglaublich zähes Ringen, ja, was wir hier zu sehen bekommen. Also schön zum Traden ist das nicht. Ich glaube, man täte gut daran, mit einem Breakout über 16.000 sich long positionieren zu lassen, sofern der dann stattfinden sollte. Jegliche Spikes hier innerhalb dieser Range sind einfach nicht, offensichtlich nicht wirklich interessant, besonders wenn dann kein Walkthrough stattfindet, mit der morgendlichen Dynamik zum Beispiel schon. Also hier bestand kurzzeitig mal so die Hoffnung vielleicht, dass wir auf einen starken Opening Drive über diesen Bereich brechen und halten können. Das wäre ganz interessant gewesen, aber du siehst, wir stechen kurz rein, werden wieder zurückverkauft. Also, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, das ist nicht wirklich interessant. Tendenz geht aber weiterhin in Richtung erstmal des Breaks auf der Oberseite. Sofern wir eben die 16 brechen können, sollten wir auf der Kehrseite nochmal überrollen und ganz besonders unter die Tiefs auch von Freitag fallen. Die verlaufen ungefähr so im Bereich, ich mache das jetzt mal rund, 15.850 Punkte. Wäre die Short-Seite zu favorisieren. Erstes Ziel 15,7 und dann müsste man gucken, ob die 15,7 gehalten wird oder ob wir diese Range dann nicht auf der Oberseite verlassen, sondern eher auf der Unterseite, was als Kursziel den Bereich erstmal aktivieren würde. Ich würde mal sagen, Gefilde um 15,4 Pi mal Daumen. Also wir würden erstmal ganz grob mit einer Projektion hier arbeiten, dass wir einfach diese Range aufklappen und dann einfach schauten. Wie gesagt, im Hinblick auf den DAX wird vieles jetzt davon abhängen, wie heute Nachmittag sich die US-Märkte präsentieren. Nochmal dünn. Keine Quartalszahlen, die irgendwie marktbewegend sind, keine Makro-Events, die heute anstehen. Dass die Entwicklung hier von Moment, stimmt das überhaupt? Nein, das ist eine Stunde, das ist ja eine Stunde, kann ja gar nicht sein. Hier, das ist die Entwicklung gewesen von Freitag. Also diesen Abgabedruck, 1,40, rund 1% Abgaben zu sehen bekommen und dann einen Bounce einfach in den Wochenschluss hinein, den wir jetzt fortschreiben durch gute Vorgaben aus Asien ganz besonders und uns auch relativ stabil halten können in Relation zu dem, was uns die US-Equities, Entschuldigung, die europäischen Indizes präsentieren. Leichte Aufschläge, aber eben nicht stark bullisch. Können das größtenteils verteidigen, haben die Abschläge von Freitag nahezu wieder aufgeholt, bleiben somit mittig innerhalb dieser Range und somit in einem ganz unattraktiven Shopping-Umfeld. Schlüssellevel dürfte nach oben wahrscheinlich so der Bereich erstmal um 4,150 sein. Bruch höher aktiviert die Region 4,180, 4,190, rund 4.200. Und dann der Bruch darüber wäre der Ausbruch auf neue Jahreshochs. Das sieht weiter nach einer starken bullischen Konsolidierung aus an dieser Stelle. Schlüsselbereich liegt auf der Unterseite um 4.050 Punkte. Gucken wir einfach mal, ob der Break höher tatsächlich stattfindet. Ich gehe weiter davon aus, dass wenn er stattfindet, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass er aus dem Nichts auftaucht. Also das bedeutet, wir bekommen an der Stelle den Break zu sehen, nicht getragen durch ein Makro-Event oder dergleichen, sondern einfach aus dem Nichts, aus dem Stand heraus, so im übertragenen Sinne, wie das heute Morgen im Falle des DAX vielleicht sogar stattgefunden hätte, wenn es dann stattgefunden hätte, dass wir eben den Bruch über die 16 sehen, aus der Eröffnungsspanne heraus und dass dieser dann größtenteils verteidigt werden kann, dass wir eben die höheren Bewertungsniveaus in der Lage sind zu halten. Ich glaube nicht, dass da ein Makro-Event in der Lage ist, den Impulsgeber zu liefern. Schön wäre es natürlich, weil mit diesen Makro-Events hast du natürlich dann auch entsprechend auf dem Schirm, wenn morgen zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden, dass du dann sagst, das kann ich in die Richtung interpretieren, das ist jetzt wahrscheinlich das, was der Markt draus macht und dann mich entsprechend positionieren. Aber in Summe geht meine Tendenz eher in Richtung, der Break wird stattfinden, plötzlich aus dem Nichts, alle werden erstaunt draufschauen und dann werden wir danach versuchen zu erklären, woher der Break jetzt tatsächlich unterm Strich gekommen ist. Eventuell ist es gleich schon heute zum Wochenstart so, im Falle, wie gesagt, vom S&P. Aber auch hier, wir sind weiter inmitten der Range, wir harren weiter der Dinge, die da kommen. Es hat sich im Vergleich zu gestern, beziehungsweise also gestern, also letzter Handelstag am Freitag, nichts irgendwie geändert. Blick auf den Nasdaq, der ist weiterhin relativ stark. Also wenn ich im Einzeltitelbereich unterwegs bin, dann möchte ich oder favorisiere ich ganz klar Tech-Titel. Auch hier als Abgabedruck am Freitag gegeben. Also wir sehen, von der 400 sind wir abverkauft worden, 150 Punkte, sondern dann in den Abend hinein einen Bounce Richtung der 340er Regionen ungefähr, die wir haben jetzt rausnehmen können und einen Großteil der Abschläge von Freitag eben auch wieder aufholen können. Und da wird jetzt die Frage sein, sind wir in der Lage, nochmal höhere Hochs zu markieren? Falls ja, ich glaube, dann wird diese Region hier um die August-Hochs Pi mal Daumen magnetisch fast schon wirken, um 13.700 Punkte. Also die zieht uns mehr oder minder richtig an.
Und das war's. Ja, das war's für den Nasdaq auch. Also mehr gibt es da nicht zu sagen an der Stelle. Wie gesagt, Marketplace sind weiterhin für mich zutiefst unattraktiv. Einfach gegeben, geschuldet dem Umstand, dass wir einen Weg, seinen Volatilitätsindex deutlich unterhalb von 20 Punkten mittlerweile haben. Und infolgedessen eben, dass so eine Barriere ist, ausgehend von welcher man sagt, sobald wir drüber handeln, sind Marketplace interessant. Also Aktienindizes, der DAX, der Nasdaq, S&P, alles, was drunter stattfindet, von einem VIX-Stand kleiner 20, da sollte man das als Orientierung nutzen, aber nicht sonderlich erwartungsfroh sein in Bezug eben auf starke Bewegungen. Interessant wird es natürlich just in jenem Moment, wenn wir dann einen Breakout zu sehen bekommen und infolge dieses Breakouts es zu einem Anstieg der Volatilität kommt. Das ist durchaus eine Option, die sollte man ernst nehmen, dass wir eben einen sogenannten Volatilitätsbreakout sehen. Das könnte auch mal kurzfristig einiges an Dynamik auf den Weg bringen, aber so muss es erstmal kommen. Und bis dahin harren wir halt der Dinge, die da kommen. Und das, ja, wie gesagt, das wäre es eigentlich im Hinblick auf die Indizes dann auch tatsächlich schon gewesen. So, werfen wir mal einen Blick auf die Einzeltitel, werfen wir mal einen Blick auf, was heute im Aktienbereich interessant sein könnte. Ich schaue mal ganz kurz einmal in die Chatbox übrigens, einen Moment. Okay. Also wird alles gut gestreamt. Einen Moment, ich will mal ganz kurz einmal einen Schluck trinken. So, und dann machen wir mal hier auch First Solar nämlich auf. Also am Freitag, wie gesagt, nichts groß Spektakuläres, was wir hier zu sehen bekommen haben. Aber das, was uns First Solar geliefert hat, mit diesem scharfen Gap Up, hier, Schlusskurs, das war letzte Woche Donnerstag, um 180, eröffnet bei 210 und sieht dann auch in den ersten Minuten richtig aggressive Chase. Also das sind nochmal 10% gewesen und das ist ein verhältnismäßig schwerer Titel. Also das ist eine Riesenbewegung gewesen. Top Out dann gegen 2,28, kurzer Pull-in, nochmal höhere Hochs Richtung 2,30. Komm rein. Wir sehen kontinuierlich auch in den Nachmittag hinein, dass wir auf hohem Niveau offensichtlich oberhalb von 2,20 und diesem Pull-in nach der Eröffnungsspanne gehalten werden können. Und oberhalb auch übrigens, das kann ich mal hier ganz kurz zeigen, im Moment, oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises kontinuierlich den ganzen Tag gehalten worden sind. Das ist ein klares Signal, dass da meiner Einschätzung nach ein großer offensichtlich Stücke eingesammelt hat und den auch kontinuierlich gegen den entsprechend durchschnittlich vom Markt bezahlten Preis an der Stelle willens war zu kaufen. Vielleicht auch ein Execution Desk an der Stelle, der hat für einen großen Kunden oder wie auch immer entsprechend eben Stücke akquiriert. Schluss im Bereich der Tageshochs ist die klassische Definition eines Second Day Plays. Die Sache ist jetzt die, also ausgehend eben auch von der Größenordnung, also First Solar hat ungefähr eine ATR von $10, sehen wir locker erfüllt hier. Wenn wir um 15:30 Uhr den Ausgangspunkt eben tatsächlich nehmen, sehen wir den Markt fast 3 ATR laufen auf der Oberseite. Und das Interessante ist jetzt, wie gesagt, es passt eigentlich nicht zu der News, die da über den Ticker gelaufen ist, im Hinblick auf Evola. Das ist hier, also ich habe einfach mal First Solar gegoogelt und das ist das erste oder eins der ersten Ergebnisse, was oben eben veröffentlicht worden ist. So, habe das einfach mal hier an der Stelle aufgemacht. Link findet ihr unterhalb des Videos, könnt ihr euch gerne auch selber mal zu Gemüte führen. First Solar übernimmt schwedischen Dünnschicht-Photovoltaik-Spezialisten Evola. Ich gucke mal ganz kurz, da gab es auch ein tolles Fachwort, was genutzt wurde, hat den schwedischen Perovskit-Spezialisten Evola übernommen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich wirklich habe keine Ahnung. Ich interpretiere einzig und allein die Price Action an der Stelle. Und das, was ich eben jetzt interessant finde, ist, ich gucke mir eben die Zahlen an. Also das heißt, die übernehmen die Firma hier. Kaufpreis in der Range zwischen 38 bis 42 Millionen US-Dollar. Und dann denke ich mir, Moment mal, 48 bis 40, also das sind rund 40 Millionen. Das ist aber nicht viel, ehrlich gesagt. Also ich habe mir nicht die News jetzt angeschaut, sondern ich habe das erst in der Nachbetrachtung gesehen. Also ich habe gesehen, First Solar ist gelaufen und da war die Party für mich schon gelaufen an der Stelle. Also ich war auch schon abgeschaltet gehabt, ich war schon halb im Wochenende, mehr oder minder an dieser Stelle. Und
Deswegen habe ich dann übers Wochenende mir angeschaut, was sind mögliche Plays für Montag. Also bereite das auch entsprechend vor und dann sehe ich eben natürlich in meiner Watchlist entsprechend, dass hier First Solar entsprechende Anzeichen oder beziehungsweise Tendenzen für ein sogenanntes Second-Day-Play hat. Und dann will ich natürlich wissen, warum. Also was könnte jetzt dazu denn beitragen, das? Und also, die, wie gesagt, die Firma wird für 40 Millionen übernommen, aber die Bewegung hier bei First Solar, wenn wir die mal in Relation setzen zu dem, was das an Marktkapitalisierung bewegt hat, dann wissen wir, die sind jetzt hier aktuell zu dem Schlusskurs von Freitag 19,5, also rund 20 Milliarden Marktkapitalisierung First Solar. Das bedeutet also, wenn ich einen Aufschlag habe von 25% am Freitag, dann heißt das, dass die Aktie von 16 Milliarden US-Dollar jetzt auf 20 Milliarden US-Dollar Bewertung gelaufen ist, ausgehend von der Marktkapitalisierung. Denn 4 Milliarden Aufschläge sind in Relation zu den 16 Milliarden 25%. Also über den Daumen, grob über den Daumen. Das heißt also, wir sehen eine Zunahme der Marktkapitalisierung um 25% oder konkret 4 Milliarden und haben ein Unternehmen übernommen, was als Initiator dieser Aufwärtsbewegung eben hier gespielt wird, für 40 Millionen. Also wir sehen das Hundertfache der Marktkapitalisierung an Aufschlägen, als dieses Unternehmen, was hier übernommen worden ist, eben bewertet wird. Und das passt nicht zusammen. Also sagen wir ganz ehrlich, das kann alleinstehend nicht die News sein. Also zumindest mal, ich könnte, selbst wenn ich es mir irgendwie schön redete, also schön in Anführungsstrichen, beziehungsweise wenn ich irgendwie versuchte, das jetzt zu rationalisieren, diese Bewegung, dann sage ich, okay, in Ordnung, ich habe hier also einen Spezialisten in einem Bereich, Photovoltaik, es ist das erste Labor, was hier von First Solar jetzt in Europa auf den Weg gebracht wird. Ich argumentiere in die Richtung, dass sie sagen, naja, regenerative Energien ganz besonders würden dadurch allerdings auch gefangen innerhalb der Debatte, die wir hierzulande führen. Ich glaube, Deutschland grundsätzlich nimmt sich viel zu wichtig. Also nicht nur, dass wir auf der breiten Welt wahrscheinlich belächelt werden mit unseren Maßnahmen, um das Weltklima zu retten, sondern wir überinterpretieren natürlich dann auch in solche News entsprechend hier potenziell hinein. Also als Deutsche würden wir das jetzt überinterpretieren, würde ich mal sagen. Und das bedeutet also, selbst wenn ich jetzt davon ausginge, dass das hier Institutionelle sind, die kaufen auf diese Ankündigung eines Deals, um sich in Europa, in der größten, noch muss man auch sagen, größten Volkswirtschaft Europas, denn wie lange Deutschland noch die größte Volkswirtschaft Europas ist, das bleibt mal abzuwarten, und das Rückgrat des Euros und so weiter. Also egal wie ich es drehe und wende, es macht keinen Sinn. Es macht einfach vorne und hinten keinen Sinn. 4 Milliarden Marktkapitalisierung, Zunahme auf einen solchen Deal. Aber sie ist da, die Bewegung. Also das heißt, etwas anders formuliert, wir sehen diese massiven Aufschläge. Das bedeutet aber auch, da muss durchaus dann jemand offensichtlich gekauft haben, der andere Informationen hatte oder noch darüber hinausgehende, um sich entsprechend hier zu positionieren und offensichtlich auch zügig hat kaufen müssen. Also das bedeutet jetzt an der Stelle, dass das ist ein Marktteilnehmer, der offensichtlich keine Zeit hat, jetzt hier irgendwie zurückzustecken, sondern kontinuierlich willens war zu kaufen und jeden Pull-In dann in dem Fall beispielsweise zurück auf den volumengewichteten Durchschnittspreis kaufen wollte. Das lässt sich aus dieser Price Action entsprechend eben ablesen. Und jetzt kommt unsere These. Jetzt haben wir, also wir sehen, irgendwie ist das ganz schön übertrieben. Für mittelfristige Engagements wäre ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, das sind Allzeithochs. Ich möchte den Ausbruch hier auf solch eine Ankündigung eines Deals, das ist kein Changing Fundamentals oder sonst dergleichen Trade, oder beziehungsweise News an dieser Stelle, die irgendwie das Gesamtgefüge komplett auf den Kopf stellt rund um First Solar, möchte ich aus den Gefilden, Chance-Risiko-Verhältnis technisch mittelfristig nicht long sein. Also ich gehe davon aus, dass wir auf dieses Gap höher jetzt und diese Aufschläge von Freitag eher früher oder später nochmal einen Rücksetzer zu sehen bekommen sollten. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja nicht gesagt, dass wir an der Stelle jetzt diese Nachfrage nicht oder schon vollständig bedient gesehen haben. Also das bedeutet, es könnte durchaus sein, dass derjenige, welcher Marktteilnehmer, der dort aggressiv kaufen unterwegs war, auf Einkaufstour war in der Aktie, dass der heute noch Stücke entsprechend wird akquirieren müssen. Plus die Aktie ist jetzt im Mittelpunkt des Geschehens. Also die Marktteilnehmer, die realisieren das auch, dass da offensichtlich etwas sich tut, dass sich dort etwas bewegt. Und genau dadurch könnte ein Opening Drive, Querstrich im Momentum Play auf der Oberseite nochmal aus dieser Second-Day-Überlegung eben ein Thema werden.
Und dazu nutze ich dann entsprechend die charttechnischen Level des Vortages. Region ungefähr um 2,32 sind die Tageshochs gewesen, die Entraday-Hochs. Und ich würde sagen, solange wir oberhalb halten, ist die Aktie durchaus ein Long-Kandidat. Allzeithoch heißt Trade to hold until reason to sell. Das heißt, ich halte die Aktie so lange, bis ich ein Signal bekomme, dass sich das Momentum für mein Play jedenfalls in einer von mir gehandelten Zeitebene beginnt zu erschöpfen. Wir sehen jetzt in der Vorbörse hier leichtes Überrollen, also zurück in Richtung des Schlusskurses, sind in der Nachbörse nochmal 3, 4 Dollar gelaufen. Also da sind, auch wenn das nicht besonders viel war, was wir da after ausgesehen haben, ich guck mal ganz kurz, vielleicht, ob wir hier noch was erkennen. Ganz kurz FSL. Nein, ist nicht drin. Also nicht wirklich aussagekräftig, was da in der Nachbörse passiert ist. Aber wir drifteten weiter aufwärts und setzen jetzt zurück in Richtung des Schlusskurses von Freitag. Also 2,3169 war der Schlusskurs. Ich bin mal gespannt, ob wir zur Eröffnung vielleicht einen kurzen Flush sehen. Von der Öffnung weg, also kurz auf der Unterseite Abgabedruck sehen. Diesen Region hier um 2,23 bis 2,25, also diese orangefarbene Linie, anlaufen. Sollte auch klar sein, das ist jetzt der sogenannte Two-Day-Re-Wop. Also da, wo der diesen Flat-Out sieht, wo der horizontal wird, diese Linie, das ist der durchschnittlich von gestern bezahlte oder von Freitag bezahlte Preis. Wir bekommen bei sogenannten Second-Day-Plays häufig zu sehen, dass wir fast punktgenau auf diesen Preis aufsetzen. Sollte diese These stimmen, die ich gerade skizziert habe, dass dann Institutioneller in großem Umfang unterwegs war und immer gegen die Rewap gekauft hat und noch nicht alle Stücke haben, dann würde der gegen diesen Preis von rund 2,24, 2,25, 2,23, so in dieser Range, wieder als Käufer auftreten. Also wäre denkbar, Gewinnmitnahmen setzen ein zur Eröffnung. Wir sehen ein kurzes Washout auf der Unterseite und dann kommen gegen diesen Bereich aber eben um die 2,25 wieder Käufer rein. Und sobald wir dieses Level halten, haben wir hier einen Grund, den ersten Teil uns long zu positionieren und dann bei beispielsweise einem Back-Through-Open zum Beispiel, also wir bewegen uns zurück durch die Eröffnung von 15:30 Uhr. Innerhalb der ersten 15 Minuten sollte das aber passieren. Also es sollte möglichst schnell gehen. Tatsächlich, ich möchte da nicht sehen, dass wir da irgendwie so ein Driften sehen und das mehrere Stunden dauert, sondern es soll weiter diese bullische Dynamik beibehalten, die wir am Freitag gesehen haben. Dann sehen wir diesen Flush für den ersten Trade und dann der Back-Through Open, vielleicht für den zweiten Trade und fahren das Momentum dann auf der Oberseite in Richtung vielleicht der 240er Region. Also das könnte durchaus eine interessante Aktie für den heutigen Tag sein. Vielleicht sogar die einzige Aktie, ausgehend von der Action, die wir hier am Freitag zu sehen bekommen haben, weil sonst ist eben der Wirtschaftsdatenkalender extrem dünn. Also, achso, Verzeihung, jetzt habe ich drauf, muss ich gar nicht updaten. Also Wirtschaftsdaten vielleicht morgen mit Home Depot, vielleicht C, am ehesten noch wahrscheinlich Baidu durch die jüngsten Entwicklungen auch hier im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist ja das in Anführungsstrichen chinesische Google. Das lohnt vielleicht morgen einen Blick, aber heute sieht das sehr, 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 sehr ruhig aus, ehrlich gesagt. Ich gucke mal ganz kurz hier. Der Vorbörse, was wir hier haben, also da passiert gar nichts. Palantir. Palantir sieht so ein bisschen überrollen nach einem, also sieht ähnlich aus zu dem, was wir, mach das mal ganz kurz hier in dem Chart, müssen wir es nicht angucken. So, habe jetzt gerade mal gucken wollen hier, was der DAX fabriziert. Neue signifikante Tagestiefs bleiben da aus. Palantir hat ein ähnliches Szenario, einen ähnlichen Lauf zu sehen bekommen. Hier im, wann war es? Februar. Gap Up, Profitabilität, die sich herauskristallisierte, Spike in die 10 und dann ein Überrollen in den Folgetagen. Ich bin weiter sehr positiv, ehrlich gesagt, auf die Zahlen. Kann mir vorstellen, wenn wir oberhalb dieser Region halten, also oberhalb von 10, ist das ein interessantes Play. Könnte aber auch sein, dass es einen ähnlichen Effekt gibt wie jetzt hier im Februar, also dass wir eher weiter abwärts driften. Dafür müssen wir jetzt mal abwarten, ob wir hier den Earnings Re-Wop halten. Der verläuft ungefähr, das ist diese Realtime-Linie, um ungefähr 39. Also das ist genau die Region, wo wir jetzt gerade sind, die wir jetzt in der Vorbörse bereits attackieren. Sind wir nicht in der Lage, die zurückzuerobern, könnte Palantir vielleicht ähnlich dem Szenario hier nochmal ein Short-Kandidat sein. Ich will nicht zu bearish werden, aber 8,50, vielleicht sogar 8 Dollar könnte dann nochmal angelaufen werden. Ist überrascht, wie gesagt, ich fand die Zahlen gut, der Geschäftsausblick auch insgesamt. Aber nichtsdestotrotz, also offensichtlich Optimismus ruft das jetzt derzeit noch nicht wirklich hervor. Was du wirklich sehen möchtest, ist ein Halten oberhalb von 10 Dollar, was bis dahin ausgeblieben ist. Aber also das ist auch ein Play, wie gesagt, das holst du jetzt auf den Schirm, weil ich die Aktie letzte Woche auf dem Schirm hatte nach den Earnings. Sonst echt dünn. Also Tesla
Tesla hat Schwierigkeiten um 175. Hatte ja die News letzte Woche mit Elon Musk, der jetzt eine Nachfolgerin ernannt hat, die Twitter als CEO führen soll. Fokus dann auf Tesla an der Stelle sollte wieder gegeben sein. Die Aktie hat allerdings auf einen kurzen Drive Richtung nochmal der 175 dort Schwierigkeiten bekommen. Einerseits, weil der Markt Schwierigkeiten hatte. Andererseits, weil das Wall Street Journal behauptet hat, Informationen zu haben, dass Musk auch als Tesla-CEO zurücktreten würde. Das war natürlich eine Ente. Hat Musk auch ohne Schwierigkeiten war es auch in der Lage, das über Twitter eben auszuräumen. Aber die Kombination, die war eben dann zu viel für einen Push hier zurück über dieses Earnings Gap. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob es gelingt, früher oder später die 180 zurückzuerobern. Aber also trading-technisch nicht ist es so attraktiv aktuell auch. Also ich möchte einen frischen Katalysator haben. Ja, mal kurz einen Blick werfen auf eine Micron. Die war am Freitag auch ein bisschen unter Druck. Ich glaube, die Argumentation im Hinblick auf den Optionsmarkt, die hat ganz gut gepasst, ehrlich gesagt. Denn wir haben genau diese konstante Nachfrage von Donnerstag komplett wieder abgegeben gesehen. Also wir hatten ja Freitag eigentlich die Longseite thematisiert gehabt und hier die Frage gestellt, ob wir über die 62 brechen und halten können. Vielleicht sogar dann, dass eine Squeeze nach sich zieht. Diese Spekulation ist aber durch den übergeordneten Markt erstmal hinfällig gewesen. Dann ganz kontrollierter Abgabedruck, das heißt also die Marktteilnehmer. Vielleicht, wenn diese These stimmen sollte, gestimmt haben sollte, die als Stillhalter hier die Aktie eben akquiriert haben, um gesetzt im Fall, es kommt zu einem Break höher, plötzlich aus dem Nichts über 64, um dann eben diese Stillhalter bedienen zu können, die sich also folglich abgesichert haben, die hatten einfach keinen Bedarf mehr auf diese Action und haben die Aktie gegeben, was wahrscheinlich dann hier dieses Überrollen nach sich gezogen hat. Ich würde es nicht überinterpretieren, ich glaube auch, wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick werfen hier auf eine Mio. So, Volumen war verhältnismäßig gering, ehrlich gesagt. Also, wie viele Stücke haben wir gesehen? 12 Millionen am Freitag, das kann man ja auch hier sehen. 16 Millionen gehen im Schnitt um. Also, nichts Außergewöhnliches. Ich hätte weiter die Aktie auf dem Schirm für einen möglichen Breakout höher. Vorausgesetzt natürlich, die 60 kann gehalten werden. Das ist die Grundvoraussetzung. Mal gucken, was sie gerade in der Vorbörse macht. Wird wahrscheinlich wieder nicht besonders aktiv gehandelt sein. 16,29. Ach so, nee, Moment. Gar keine Vorbörse. Passiert überhaupt nicht. Okay, geht auch. Ja, passiert gar nichts gerade. Also hier in der Vorbörse, die Aktie ist erstmal, die ist erstmal tot. Wie gesagt, Schlüssellevel nach unten ist ungefähr die 60. Die sind wir am Freitag auch angelaufen. Die willst du gehalten sehen und dann gucken wir einfach, ob der Break höher da vorbereitet wird. Also auch hier nicht wirklich Spektakuläres, was uns bevorsteht. Vielleicht, mir fällt gerade ein, mir ist noch eine andere Aktie am Wochenende ins Auge gestochen. Alibaba können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Auch jetzt noch nicht attraktiv oder aktiv oder interessant, aber da könnte was kommen. Also ganz übergeordnet, wir haben ja diesen Ausverkauf in der Alibaba gesehen, folgend auf die Entwicklung in China ganz besonders, die Attacken auf den Tech-Bereich seitens der Kommunistischen Partei dort und so weiter, die Entwicklung rund um Jack Ma, der nicht auf den Weg gebrachte Börsengang von Ant zum Beispiel, dieser Spin-off, der blockiert wurde seitens der Kommunistischen Partei, also Aktie aggressiv ausverkauft, massiv unter Druck. Und das Interessante ist jetzt aber, die Aktie arbeitet eventuell an einer Bodenbildung, die jetzt seit fast einem Jahr hier anhält. Aber wir können eben erkennen, da das langfristig sich eventuell so eine Schulter-Kopf-Schulter, eine Inverse eben herauskristallisiert. Und was ich jetzt interessant finde, ist, diese relativ klare Region, gegen die jetzt auch wieder Käufer reingekommen sind in der letzten Woche, das war ungefähr so der Bereich um 80 Dollar, gegen die wir dann auch einen entsprechenden Bounce zu sehen bekommen haben. Und ich muss gestehen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch für ein längerfristiges Play scheint mir Alibaba extrem interessant zu sein. Sobald wir über die, es ist ungefähr die Region um 88, das sind die Hochs von letzter Woche Donnerstag, sobald wir über diesen Bereich brechen, hier höhere Hochs markieren, muss ich gestehen, sehe ich
habe ich wenig Gründe, nicht mindestens davon auszugehen, dass wir nochmal Richtung $100 laufen, zügig, vielleicht sogar Richtung 120. Und das Ganze, das handeln wir mit einem Stop gegen die 80. Denn du weißt, der Break unter die 80, den willst du nicht zu sehen bekommen, dann ist diese Formation, diese potenzielle inverse Schulterkopf-Schulterformation, ist die hinfällig. Sollten wir hier einen Boden gebaut haben, ausgehend von der Aufstellung von Alibaba, auch im Bereich KI zum Beispiel, ist das ein Kandidat, der sich von hier auch zügig mal verdoppeln, verdreifachen kann und zurück in Richtung $200 läuft. Sollten wir da entsprechende bullische Impulse sie liefern bekommen, und vor allem sollten wir dann früher oder später über die 180, Entschuldigung, 120 hier brechen auf der Oberseite. Also das ist durchaus ein interessanter Kandidat. Kommst mit kleinem Risiko rein, skalierst dich rein, hältst die Position. Erstes Ziel ist die 100, nehmen wir die raus, könnte man überlegen, und halten wir die, könnten wir überlegen, hier an der Stelle den nächsten Teil zu der Position hinzuzunehmen, dann Attacke auf die 120, dann gucken wir einfach mal, ob wir die rausnehmen. Und so könnte man sich stückweise in eine Position hineinskalieren, wo man jetzt bereits beginnt, aufmerksam zu werden. Und übrigens, wie ich auf die 88 komme, vielleicht hier wird man jetzt sagen, ja, es ist alleinstehend ausreichend. Wenn wir hier mal kurz drauf gucken, wenn wir erkennen, dass da ziemlich genau in der Region um 88 da der sogenannte Year-to-Date-Rewap liegt. Das heißt also, der durchschnittlich von den Marktteilnehmern für die Barber bezahlte Preis, der liegt ungefähr um 88, $89 aktuell. Also sprich, sollten wir den zurückerobern und oberhalb halten, den hatten wir ja kurz mal hier angelaufen, brachen drunter, dann gab es dieses Gap-Up, das war irgendwas hier rund um künstliche Intelligenz, bla bla, was auch immer. Rollten erneut über, sollten wir diesen zurückerobern, könnte das vielleicht so als erste Initialzündung dienen. Und wie gesagt, wir haben gegen die 80 eben auf der Unterseite ein schönes Level, gegen das man riskieren kann und sein Risiko kalkulieren. Also durchaus ein Blick wert, meiner Einschätzung nach. Auch wenn nicht intraday interessant, aber Barber ist auf jeden Fall längerfristig ein sehr, sehr spannendes Play und durchaus einen näheren Blick wert an der Stelle. So, das sei es also für den Einzeltitel gewesen. Werfen wir einen Blick auf Devisen. Werfen wir einen Blick auf den Euro zum US-Dollar. Nicht, dass der jetzt sonderlich spektakulär wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir gönnen uns einen Blick, rollt über, fällt zurück unter die 109. Kann jetzt aktuell mal gucken, ob wir die halten unterhalb der Niveaus. Wie gesagt, wir sind ein bisschen arg weit gelaufen auf der Oberseite, meiner Einschätzung nach. Demnach war eigentlich zu erwarten, dass man früher oder später eine Korrektur einleitet. Sollten wir jetzt weiter bärisches Momentum aufnehmen, vielleicht unter 1,08 fallen, dann wäre der Euro zum US-Dollar ein potenzieller Kandidat, der uns in Richtung hier der Gefilde um 1,05 nochmal führen könnte in den kommenden Monaten. Allerdings wäre es das auch schon wieder gewesen zu den Devisen. Also ich habe keinerlei größere Einschätzung hierzu oder sonst dergleichen, bin da sehr, sehr reserviert aktuell. Ich glaube nicht, dass das wirklich interessant ist. Ich glaube, im Einzeltitelbereich ganz besonders haben wir einfach eine wesentlich größere Auswahl mit attraktiveren Szenarien und vor allem auch entsprechenden Trades-Setups an der Stelle, die uns einfach chancenrisikoverhältnistechnisch wesentlich attraktivere Gegebenheiten geben. Wenn Devisen bzw. wenn ein Play gespielt wird, meinerseits im US-Dollar ganz besonders, dann ist mein Blick weiterhin ganz klar hier auf Gold. Auch da hat sich die Situation natürlich jetzt unwesentlich verändert, aber wir sind weiterhin recht stabil unterwegs. Also das Halten jetzt hier weiterhin oberhalb von $2.000 nach diesem kurzen Washout, will ich das mal nennen, der letzte Woche Donnerstag stattgefunden hat. Beziehungsweise die nicht bullischen ist, folgend auf die Inflationszahlen, ist eigentlich ein positives Signal. Also das war jetzt der zweite Wochenschluss oberhalb von $2.000, der auf den Weg gebracht worden ist. Und auch wenn wir wirtschaftsdatentechnisch relativ dünn sind, würde ich doch zunehmend oder werde ich zunehmend interessiert oder kann mir sehr gut, also interessiert ist das falsche Wort, aber kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vor einem potenziellen Push höher stehen. Nicht, dass ich long sein möchte, vor dem Hintergrund der Choppiness, die wir hier zu sehen bekommen, ähnlich auch wie im DAX beispielsweise, nebeneinander oder dieses choppige Seitwärtsgeschiebe, einfach denke ich, wir sollten einfach der Dinge harren, die da kommen, und den Breakout direkt handeln, sofern er auf den Weg gebracht wird, und uns nicht versuchen, antizipierend innerhalb dieser Range zu positionieren, weil das Problem ist einfach, dass sich das mental
echt beanspruchen kann. Du hast einen Fokus, der rückt dann von interessanteren Plays, beispielsweise auch im Einzeltitelbereich, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, weg. Macht keinen Sinn. Also du bist einfach abgelenkt. Du hast diese Position irgendwie im Hinterkopf und denkst, naja, jetzt der Break höher und denke, die These ist auch weiterhin korrekt und so weiter. Hast adäquates Risiko, aber nichtsdestotrotz, du bist einfach abgelenkt. Du hast nicht den Fokus, den du einfach haben solltest. Ganz besonders, wenn du dich auf solche Plays wie in First Solar oder sowas, jetzt mal aus gegebenem Anlass thematisiert, eben positionieren möchtest. Und deswegen, Tendenz geht weiter. Ein interessantes Zeichen, rein psychologisch, dass wir die 2000 haben, wieder haben halten können auf Wochenschlusskursbasis. Aber wirklich long möchte ich eigentlich erst oberhalb von 2060, 2070 sein, mit dem entsprechenden Breakout dann höher, neuen Allzeithochs und dergleichen, sofern überhaupt stattfindet. Denn auch das ist etwas, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, weswegen beispielsweise in Equities grundsätzlich aktuell wir uns ein bisschen schwierig zeigen. Es ist so offensichtlich, oder? Also gefühlt jedenfalls. Wir machen neue Jahreshochs im S&P zum Beispiel. Squeeze höher. Wenn wir uns den Commitment Traders Report angucken und dergleichen. Jeder wartet gefühlt drauf. Also wir zumindest. Ich für meine Verhältnisse zumindest. Und dann kommt der Break eben nicht. Eben weil es so viele erwarten. Das Gleiche im Hinblick auf Gold. Ja, wann sind es denn nicht die neuen Allzeithochs? Ich erinnere mich doch dran, vor 2 Wochen zum Beispiel. Habe ich eine Frage bekommen, ob ich mal was zu Gold schreiben könnte, mit Ausblick auf die neu anstehenden Allzeithochs. Und also während ich das voll und ganz nachvollziehen kann und auch denke, dass wir da prädestiniert sind für neue Allzeithochs, eher früher als später, ist genau das, dass wir drauf warten und es so sehr uns wünschen, dass ein Break kommt, genau der Grund, warum dieser Break nicht stattfindet. Und dann, wenn er stattfindet, dann haben wir es schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und das ist eben etwas, was hier zunehmend wahrscheinlich erscheint, ehrlich gesagt, dass wir, wie gesagt, aus dem Nichts plötzlich den Push sehen, auch im DAX, dass der Push plötzlich kommt. Wie wird es ablaufen? Müsste ich jetzt eine Wette abschließen, würde ich sagen, hast das Morning Meeting gemacht, für den Tag keine große Action irgendwie thematisiert, also heute, ja, nehmen wir heute mal als Beispiel, hast du nicht thematisiert. Ich habe heute zum Beispiel noch nicht gefrühstückt, geh gleich, schmier mir ein Brötchen, trink noch eine Tasse Kaffee, kommt zurück zum Desk, das 16.200. So ungefähr wird es kommen. Also es ist natürlich jetzt übertrieben, dass wir sofort bis 16.2 durchmarschieren, aber es wird plötzlich aus dem Nichts passieren. Keiner wird drauf schauen, jeder erwartet es rund um die Inflation, um die Fed, um die EZB und dann plötzlich, wenn der Letzte nicht mehr dran denkt, genau dann kommt der Push höher. Und das wird in Gold wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein und wie gesagt, ich glaube, es ist am besten, sich, wenn man dieses Szenario für sich klar formuliert hat und ein entsprechendes Risiko kalkuliert hat, dass man sagt, ich will willens, dieses Risiko einzugehen für diesen Run höher, dass man diesen Trade so aufsetzt, dass man den direkten Break höher entsprechend eben handelt und nicht sich innerhalb dieser choppigen Range eben jetzt hier aufraucht, in Anführungsstrichen, und sein mentales Kapital einfach bindet. So, und ja, final, weil wir mal wieder einen Blick werfen wollten sollten auf Bitcoin, wollen wir einen Blick werfen auf eben Bitcoin. So, knapp nicht geholt, schade. Ich habe mich geholt, meine ich mit $25.000. Das ist Level auf der Unterseite. Wir sind immer noch in einer Seitwärts-Range hier gefangen. Und das Level, was ich da kurzzeitig mal herausgebildet hatte, das lag so ungefähr um 27. Ungefähr. Um 27.000, Pi mal Daumen. 26.500. Das sind wir jetzt kurzzeitig unterschritten. Das gab, war es am Freitag oder war es jetzt übers Wochenende? Das sieht aus, als wenn das hier von am Wochenende war, dieser kurze Washout. Aber wir hatten auch, ich guck mal ganz kurz, wir hatten, glaube ich, auch ein ähnliches Szenario. Nein, das war eine andere Bewegung. Das war letzte Woche. Auf die Inflationszahlen, dieser kurze Washout von 28.000 auf der Unterseite. Und dann jetzt hier übers Wochenende gab es einen kurzen Spike drunter, aber keinen nachhaltigen. Also das sieht ganz nach Stopfishing aus auf der Unterseite. Wenn wir jetzt über 27 halten, vielleicht nochmal kurz in die 27 reinlaufen, aber die 27 dann hier wieder Käufer findet, Stop, Übertreibungstiefs vielleicht,
25, vielleicht ein Stück weit höher, 26,2, so Pi mal Daumen, könnte das interessant sein, sich gegen die untere Range-Begrenzung hier mit einer ersten kleinen Position in Bitcoin Long zu positionieren, in Erwartung, dass es dann eine Attacke auf und einen finalen Bruch höher gibt, der uns dann über die 30.000-Dollar-Marke befördert. Ich bin insgesamt sehr, sehr optimistisch, auch durch die Risikoneigung, die sich im Markt widerspiegelt, durch die Nachfrage im Nasdaq zum Beispiel, Tech-Titel generell, Sektoren, die dann in dem Fall besonders immer die Leader im Tech-Bereich finden, Wachstum, also Risikoappetit, die sich einfach widerspiegelt. Das ist ein Umfeld, welches eben Bitcoin begünstigt. Und deswegen muss ich gestehen, glaube ich, dass das eine Bodenbildungsphase ist, die hier vorangeschritten ist jetzt in den letzten Monaten, ja, Monaten, seit Jahresbeginn eigentlich, dass das eine Bodenbildungsphase ist, die ist gekommen, um zu bleiben, so würde ich das sehen. Und demnach scheint mir das hier, Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant, sich mit der ersten kleinen Long-Position zu positionieren, in Erwartung eines Breaks höher. Auch weil wir eben nicht ganz die Region um 25.000 Dollar, wo ein sehr, sehr schönes Widerstandslevel jetzt zu einer Unterstützung sich präsentierend herauskristallisiert hätte, aber wir sind eben nur kurz geflasht, haben aber nicht diesen Bereich geholt. Laufen zurück, wie gesagt, über die 27, wenn wir die halten können, scheint Long ganz interessant mit einem Stop unterhalb dieser Übertreibungstiefs aller spätestens. Wobei ich dann, es wäre natürlich schade, aber ich würde an der Stelle natürlich erneut eine Long-Position in Betracht ziehen, sofern wir die 25 anliefen. Also das heißt, diese Region dann in Betracht ziehen für ein Long-Play. Aber Bitcoin, also nochmal, ausgehend von diesem kurzen Washout auf der Unterseite, scheint jetzt zunehmend interessant zu sein für einen möglichen Push nochmal, eine Attacke auf die 30.000er-Region. Mal gucken, ob wir die dann in der Lage sind, entsprechend rauszunehmen, rauszuholen. So, und ja, das wäre es heute tatsächlich fürs Morning Meeting dann gewesen. Also ruhiger Wochenstart. Vielleicht kommt morgen ein bisschen mehr mit den Einzelhandelsumsätzen, die dann um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Heute, wie gesagt, ganz dünner Wirtschaftsdatenkalender. Keine Earnings, die in irgendeiner Form eine Rolle spielen oder dergleichen. Das wird morgen anders aussehen. Schauen wir einfach mal. DAX hangelt sich jetzt wieder so ein bisschen aufwärts auf der Oberseite. Mal gucken. Tiefere Tiefs sind es nicht geworden. Mal gucken, vielleicht 59 rausnehmen. Also, wie gesagt, unglaublich choppiges, nervenaufreibendes Geplänkel, was wir hier zu sehen bekommen. Vielleicht liefern uns die US-Märkte einen Impuls auf der Oberseite mit neuen Jahreshochs im S&P. Das könnte dann im Falle vom DAX eben den Break-Final über die 16.000 auf den Weg bringen. Aber nochmal, also meine, wenn ich jetzt eine Wette abgeben müsste, würde ich sagen, das kommt plötzlich aus dem Nichts. Keiner rechnet mehr damit und plötzlich hast du den Break höher. Und dann einen stärkeren Trend, der sich infolgedessen vielleicht für den Handelstag dann, je nachdem, etabliert. Aber also Status quo auf jeden Fall ist das Farbe beim trockenen Zugucken im übertragenen Sinne. So, also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal und schaut morgen wieder vorbei hier zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets um 10:30 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.